Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Trine 2 mit meinem Kollegen Fungin, der seinen Namen geändert hat. Vorher war es Heringer, muss ich auch nachher noch alles ändern. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Fungin, sag mal hallo. Hey. Sehr schön. Hier ist alles schon eingestellt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, fangen wir doch direkt mal an, ne? Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Ja. Schlafen. Schläfst du auch so? Sicher immer. Doch sehr gemütlich. Das war selber schwer. Da, ach so, das war. Ah ne, hier sind so Blasen und so. Ey, wir haben da oben was vergessen. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Ich komme da hoch. Gut an. Ach verdammt. Nein, da kommt. Ey. Nein, nein. Ah. Wow. Ja, allerdings komme ich jetzt hier nicht wirklich weiter. Ich konnte zu den Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Ja, das war fail. Komm jetzt hoch. Hier ist noch was. Weiter. Da oben? Wir können weiter. Da ist noch was. Ja, man muss halt dazu sagen, wir haben das Spiel schon einmal durchgespielt. Oder? Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nichts mehr davon. Dann deine Dinger aufzustellen, cool. Ja, wir können Charakter noch nicht wechseln. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Ja. Und noch das einzeln angespielt hier. Ja, das ist der Trine. Ich weiß ja nicht, wer den ersten Teil schon gespielt hat. Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Riechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Du hast Feuerschwert. Ja, man hat die Updates irgendwie doch schon.
Ja, das heißt, dann freue ich mich auf meine Schurke. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er das nie. Die Fieslinge müssen dann eben. Als ob ich dich schiebe? Die direkt dabei darf ich natürlich wieder machen. Ey, du bist auch irgendwie viel schneller als ich. Achso, weil ich rückwärts gelaufen bin. Ich war gerade noch langsam, ich kann sogar chargen. Ja, ich bin Pontius der Mutige und kann Pflanzen schlagen. Ja, ich hab meine Eisenpfeile. Ja, oder so. Haben wir dieses Tutorial damals überhaupt gespielt? Ja, sicher. Echt? Ja. Ja, leise, ne? War das schon da? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Lass das Abenteuer beginnen! Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. Die reden definitiv zu viel, wir kommen gar nicht zum Reden. Ups.
Oh, ey, das geht sogar, krass. Ja, verdammt. Ich bin trotzdem zu blöd, um hochzukommen. Ich bin heute irgendwie zu blöd zum Hüpfen. Ah, okay, wir brauchen erstmal Krieger hier. Tanzen. Ha! Ja, so geht's natürlich ab. Alter Mann, hat's geschafft. Was da oben? Hey, da oben ist noch Zeug. Helf mir auf die Pflanze da hoch. Was war das jetzt? Holz. Ah, die Dinger sind gar nicht mehr da, da drinnen. Echt? Ach, das war das? Nette Idee. Der ist mal wieder Spielspieler. Ey, das gibt's doch nicht. Das bringt uns hier auch nichts. Da geht's auch nicht weiter. Ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die wir jetzt halt nicht mehr einsammeln können. Ja, stimmt. Achtung! Was war das jetzt? Das war mein Hammer. Oh nö, jetzt kommen diese blöden Goblins. Ja. Wieso baust du die ganze Zeit irgendwas, was dir dann selber auf den Kopf fällt? Witzig. Gelacht. Das schien schon mal gar nicht so schlecht zu sein. Da oben ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ja, lieb. Bring ich ihn wieder runter? Scheiße.
Das ist eine Scheiße. Ja, ga. Was war mehr? Ich kann immer noch hören, Trump. Ich war oben. Ganz oben? Ich ja, kann gar nicht ich hab. Turm So geht's natürlich auch. Ja, irgendwie schon. Hast du da oben alles? Eine Truhe. Oh. Eingesperrt. Ja, das war jetzt super. Ich wollte gerade sagen, du kannst mir ruhig mal helfen. Nein, nein, noch mies. Das hält nicht. Braucht's ja, wir brauchen's ja nicht. Lass mal eine Kiste auf den runterfallen oder so. Oder so. Ich kann ihn nicht mit Schwung fallen lassen. Ich will ihn erstmal hier runterholen. Oh, ich bin fast da tot. Da kommt die Kiste. Ich hab was für dich gefunden. Was denn? So geheilt. Aber meine Tussi ist noch nicht wieder da. Ja, geh mal ein Stück weiter. Oh, nicht schlecht. Ja, das kann man gleich noch machen, aber. Achso, ja, gut, ich wollte auch das Ding da runterholen, aber so geht's natürlich auch. Ich will nur, dass du rüberkommst. Ah! Du bist da rübergekommen, danke. Ah, ich kann da oben lang. Vorsicht, da kommt ein Stein. Boah, ich räume hier unten ab. Boah, das ist böse. Was für ein Tor. Ich denn? Ich dreh mich gar nicht. Ich bin oben, ich sehe gerade gar. Oh, jetzt Stachel. Wie sieht's bei dir oben aus? Unten. Mäßig. Weil ich bin jetzt irgendwie schon ganz woanders. Oh, ich habe einen Hebel. Wird ja noch einfacher gemacht, ja alles. Wo kommst du jetzt her?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch gar nicht gerutscht, ich durfte nicht rutschen. Und eine Truhe. Ein Gedicht? Meinst du dich?